Herzlich willkommen zu Marc Eggers beantwortet Marc Eggers Fragen mit Marc Eggers. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das jetzt mal machen können. Ich würde sagen, wir fangen mit deiner Lieblingsfrage einfach mal an. Da hast du ja heute auch schon gesagt, die wird dir ja selten gestellt. Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Nicht schlecht. Ja, selbstverständlich 30.000. Okay, sehr schön. Das ist der Ort, an dem du Sex hattest. Jetzt wollt ihr aber das wirklich mal wissen. Der krasseste Ort war in Kapstadt auf dem Lion's Head. Auf dem Lion's Head, das musst du uns erklären. Ich war noch nie in Südafrika unterwegs. Kapstadt, genau. Da kann man einen Berg hochklettern, sozusagen. Okay. Ich glaube, so eine Stunde brauchst du, bis du oben bist. Und auf dem Weg nach oben gab es einen echt wunderschönen Aussichtspunkt. Mhm. Und da habe ich dann mit meiner damaligen Partnerin gedacht, jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Und das war der ungewöhnlichste, schönste Ort, an dem ich das hatte. Das habe ich auch in der Umfrage nicht gesagt, tatsächlich. Es exklusiv hier bei euch. Exklusiv. Aber die 30.000 sollte auch nur eine Hommage sein an mein Video, weil jeder tatsächlich 30.000 geantwortet hatte damals in dem Video. Das ist so diese Standardanfrage der YouTuber, 30.000. Kann man nichts mit falsch machen. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Klingt noch irgendwie so. Kommt man immer gut bei weg. Sehr gut. Dann bin ich gespannt, wie es jetzt aussieht, ob du hier gut bei wegkommst. Oh. Was ist die krasseste Absturzstory, die du mal hattest? Boah, also da gibt es bei mir wirklich einige. Also ich frage mich, wann bin ich mal nicht bei mir auf der Toilette aufgewacht? Also ich bin so einer, der schläft dann auf Toilette. Oh. Der ist dann so am sich übergeben. Yeah. Damals gab es ja noch keinen Kater. Sein Vater, jetzt wird mir sowas natürlich nicht mehr passieren. Ja, mit Kater, seinem Vater gibt es keine Absturzstories mehr. Aber ich bin der Kollege, der macht sich dann die Bodenheizung an, ist dann auf diesem Ikea, wie heißen diese Abtreter da? Ja gut, so eine Badvorleger. Ja, und okay. Dann liege ich da und zwischendurch kommt dann Eismaschine oben raus. Ja, wenn ihr fragt, kriegt ihr auch eine ehrliche Antwort. Lasst euch Frühstück schmecken auf jeden Fall. Thema vom Community. Sorry. So, wir gehen weiter. Schaust du Pornos? Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe ja auch mal eine Umfrage gemacht mit Shane Rogue zusammen. Mhm. Internationaler Pornostar. Und ich konsumiere das auch sehr gerne mal, ja. Man darf das nicht alles so ernst nehmen, so wie meine Straßenumfragen, ne? Pornos ist nicht die Realität, aber hier und da kann man sich vielleicht auch inspirieren lassen und dann zu Hause was umsetzen. Na, aber Lion's Head hier in Südafrika soll ja ganz schön sein. Schaut ihr denn Pornos? Nein. Ständig, andauernd. Ich kann, Quatsch. Komm gar nicht zum Moderieren. Ich muss ja auch alle 5 Minuten muss ich mal das Studio verlassen. Ja, Erik ist da so extrem. Nee, da bin ich extrem unterwegs. So, nächste Frage. Bist du ready? Ja. One-Night-Stands im Urlaub. No-Go oder kann man machen? Ich bin tatsächlich gar kein One-Night-Stand-Fan. Also weder im Urlaub noch im echten Leben. Ich finde irgendwie gerade sexuell so diese einmalige Nummer, das kann einfach nicht gut werden. Entweder man versteht sich und hat schon so eine Bindung zu einer Person, dann ist es was Vernünftiges, so Freundschaft plus. Aber so einmalig irgendwie jemand aus dem Club mitnehmen, da ist ein absoluter Reinfall. Das ist nicht so deins? Nicht so meins. Okay, nee. Gehen wir weiter. Wer geht eher, Fremdmänner oder Frauen? Ich glaube, weißt du, immer wenn ein Mann fremd geht, macht das ja meistens mit einer Frau. Das heißt, es gehören ja immer zwei dazu. Also vorausgesetzt, sie ist auch in einer Beziehung, ja, okay, ja. Aber dann ist irgendwie, glaube ich, beide gleich. Was ist so deine Erfahrung aus den Umfragen, die du gemacht hast? Also wie sind da so die... Ja, die meisten sagen Männer natürlich. Männer. So, aber ich bin dir ehrlich, ich habe auch echt viele vergebene Frauen, die mir auf Insta schreiben und sagen, Lust mal zu treffen. Echt, ja? Oh. Ja. Also die DMs sind voll damit, oder was? Die DMs sind voll damit. Oder an alle Männer da draußen, macht man nicht, gehört sich nicht. Weder anschreiben noch sonst irgendwie etwas, wenn eine Frau vergeben ist, Finger von lassen. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Auch wenn man sagt, ja, aber sie will doch, ist doch deren Problem. Nein, du hängst damit drinne, karmamäßig alles scheiße. Wenn die Scheiße macht, mit jemand anders, nicht mit deinem selber. Machen wir nicht. Aber ich glaube wirklich, dass da tut sich gar nicht so viel. Also vielleicht tendenziell die Männer einen Tickel mehr, aber... Auf jeden Fall ein Statement hier von Marc Eggers nochmal an alle Kerle da draußen und natürlich auch an die Ladies. Okay, nächste Frage. Wie hoch ist dein Bodycount? Bodycount, was ist das? Das war Englisch. Das war Englisch, richtig? Was heißt das? Na, Sexpartner würde ich mal sagen, ach, oder? Ach so, mit wie viel... Ach, jetzt verstehe ich die Frage selber erstmal nicht. Ich habe nicht gezählt. Seitdem ich 19 bin, bin ich in Beziehungen, bis ich 33 war. Ja. Das heißt, da konnte ich gar nicht so viel machen. Ja. Und ich habe kein Buch geführt und kann auch nur den Leuten sagen, es ist nichts, womit man sich brüsten sollte oder womit man jetzt hier auf Welle macht, es sei denn, man ist vielleicht 14 oder 15, da kann man vielleicht bei den Freunden nochmal irgendwie sagen, hallo, toll, ich hatte jetzt hier zwei Was Frauen. Ist die höchste Zahl, die du mal in so einer Umfrage gehört hast? Boah, 500. 500? Wirklich? Ja, das war hier in Berlin auf so einem, wie alt so einem war der Event. Mensch? Nee, Erik Sindermann, heißt der Sindermann? Doch, Dr. Sindermann, der war im Big Brother Haus, Erik. Ja, doch, kann sein. Doch, der ein oder andere. Ich nicht, aber ja. Nee, der ein oder andere kennt ihn sicherlich aus dem Promi Big Brother Haus. Und der hat mir gesagt, bei 500 hat er dann aufgehört zu zählen. Krass. Und ich glaube,
Das meint er auch ernst. Der war ständig beschäftigt. Der hat gearbeitet. Ja, also meine Zahl ist, glaube ich, nicht so hoch, wie viele denken. Sie ist jetzt auch nicht irgendwie unter 10. So, das kann man jetzt auch mal ehrlich sagen, weil ich alleine schon 7 Partnerinnen hatte, feste Beziehungen. Aber es ist jetzt auch nicht, dass ich hier irgendwelche Zahlenrekorde breche, 500, 600. Und nee, das ist Quatsch. Und jetzt wollen wir natürlich noch zum Schluss hier so einen kleinen Service-Tipp auch für euch da draußen natürlich jetzt einsammeln von Marc. Bester Anmachspruch. Der beste Anmachspruch ist allgemein, überhaupt erstmal eine Frau anzusprechen. Viele Leute haben tatsächlich immer Angst. Das ist schon mal eine gute Maßnahme, auf sie zu gehen. Nur ansprechen, wenn man es wirklich auch ernst meint und nicht aufdringlich sein. Immer sehr, sehr respektvoll sein. Wenn man das Gefühl hat, eine Frau hat jetzt keine Lust mit einem zu reden, dann sagen wir, sorry, dann noch einen schönen Tag. Oder wenn wir auch merken, sagt du, ich habe einen Freund, dann sagen wir, nimm es als Kompliment. Und der beste Anmachspruch ist eigentlich nur irgendwie auf jemanden zuzugehen und sagen, hey, bist mir gerade aufgefallen, hast ein super sympathisches Lächeln, hast vielleicht mal Lust, mit mir einen Kaffee trinken zu gehen. Ich glaube, das ist eigentlich das, was am besten ankommt. Oder du findest irgendeine Gemeinsamkeit. Du siehst jetzt gerade, beide tragen roten Pulli. Dann sagst du, ach Mensch, haben wir uns heute abgesprochen. Und so kommst du irgendwie locker flockig ins Gespräch. Aber dieses Jahr bist du vom Mond gefallen, du hast Sterne in den Augen. Und also, das ist alles Müll. Das gibt auch keine Frau, die es toll findet, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube auch, ja. Und Mascha hat da ja auch eher eine semi-gute Erfahrung mitgemacht, genau. Ne? Also mit diesen klassischen Anmachsprüchen. Mhm. Ey, Marc, vielen Dank, dass du heute am Start warst, dass du auch so ehrlich Marc Eggers Fragen heute mal beantwortet hast. Da sind wir sehr glücklich drüber. Abonnier uns jetzt kostenlos.